Ja. 13. September, ich befinde mich 5 Wochentage vor der offiziellen Deadline der Albumabgabe. Lange her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich weiß, Sie sind gerade mal noch am Warten. Denn aus Monaten wurde ein Jahr und danach noch ein Jahr. Wenn das Ihr Job, werde ich eine Woche schlafen. Während Niggas zittern wie Tickerphone bei Trockenphasen. Ich hab Frankie versprochen, dass ich seinen Kopf bis zum Termin nicht ficke. Und dass das Outro beschrieben ist, wenn ich wieder aus Berlin zurück bin. Und hier bin ich im ICE Richtung Süden mit 5 Stunden, die fliegen, während ich gerade dieses Lied abzippe. Ja, lass mich nochmal schieben, bitte. Was das bist du? Der Scheiß liegt mir im Blut. Ich meine, die Rechnungen stimmen und der Familie geht's gut. Und trotzdem zelebriere ich nie zu sehr, wenn Lilanes ruft. Doch das verstehen sie null. Ich kenn Jungs, mit denen ich vorm Lehrerpult stand und nichts gestand, obwohl es hieß, sie käme mit Bullen. Jungs, die sich seit 10 Jahren nicht bewegen. Ich bin, seit ich Geld fürs Reden krieg, geplagt von Überlebensschuld. Ja. Mama sagte, mir fehlt Geduld. Baba sagt, ich leb zu besonnen. Ein Bro sagte mal, ich sei wie Vince Carter bei den Hawks, obwohl ich gerade erst meine Karriere begonnen. Es war ein Witz, aber ich hab das persönlich genommen. Nigga, ich bin so wie Kobe nach seinem zweiten Ring. Ich bin Provider, dieser Scheiß hier ist in meinem Instinkt. Ich kann mir kein Leben vorstellen als Einzelkind. Ja, guck, wie schnell die Zeit verrinnt. Mein Freund von damals schreibt mir, Bro, wann kommt dein Comeback? Ein anderer sagt, er tät's nochmal, wenn er die Chance hat. Und ist abgeschoben in der Dom-Rap. Bro, ich kenne beide aus der gleichen Zeit. Die Pandemie und dieses Jahr hielten mein Kreis sehr klein. Der Mob ist tot, nicht auf Streitigkeit. Ich mein, wir werden uns nicht einig, doch nur weil wir nicht mehr Freunde sind, müssen wir keine Feinde sein. Die Welt geht in die Runde. Das hier geht an den Hörer, der nicht verstehen kann, was Jungs wie du und ich gesehen haben. Ich hoffe, du bist okay. Dein Business ist dein Business, Bro, ich versteh. Du solltest die Dinge hören, die ich auf Songs nicht erzählen kann. Es tut mir leid fürs Warten. Ich bin nur froh, nicht mehr auf dieser Studio-Couch zu schlafen. Ich kann es nicht erwarten, bis ich das Handy wegschmeiß. Ich verschwend meine Zeit nur mit Uno und Zigarren. Vielleicht mit Angelou oder James Baldwin. Ich check, was du meinst. Doch ich steh nicht hinter dem Kendrick-Vergleich. Ja, dieser Zug fährt grad an Städten vorbei, mit denen ich all diese Erinnerungen teile. Und für einen kleinen Moment bin ich wieder 17. Kippen in den Jeans-Hosen. Ich riech Smoke, ich schmecke Cola-Gin-Beam-Dosen. Ich spür Hoes, die ihn auf der Toilette liebkosen. Ich hör den Beat von No Hands und Meek Strophen. Ich spür die Schelle, weil die Großen uns kippen sagen. Ich fühl Drogen, positive Urinproben, laute Sirenen, tiefes Atmen und Fliehen. Und 3 Jungs rennen über Kiesboden. Ja, ja. Karim, was ist mit dir? Ja, wie kommst du zu, dass du immer Geld verloren hast? Ich versuche, das Gewissen zu behalten. Ja, Mann beißt Hund, 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 Ich bin froh, dich hier zu sehen. Ich weiß, du hast so viel zu erzählen. Denn du bist seit Monaten unterwegs. Ich hab viel gesehen, aber hab Tränen verloren, denn du bist schön. Du musst nicht scheulen, es gibt keinen Grund dafür. So pur und unberührt, als hättest du mit dir Kunst kreiert. Ich hab die Hände deines Großvaters, du sie wiederum von mir. Am Ende hat alles funktioniert. Und der ganze Stress aus vergangenen Jahren war es letztendlich wert. Der Timing hätte wohl kaum besser kommen können, ich schwör. Das Einzige, was mich am Ende nervt, ist, dass Oma gehen musste, bevor du kamst. Ich wünschte, ihr hättet euch noch kennengelernt. Du kamst am 8. so wie sie. Das ist so, als hättest du das geahnt. Seitdem trage ich diese Zahl permanent. Ich erinnere mich an meine besten Tage und denk, ich hatte nach den ganzen Jahren keine andere Wahl, als dich genau mit diesem Namen zu benennen. Ja. Seitdem trage ich diese Zahl permanent. Ich erinnere mich an meine besten Tage und denk, ich hatte nach den ganzen Jahren keine andere Wahl, als dich genau mit diesem Namen zu benennen. Ich starte mit M. Ich starte mit M. Ich hatte nach den ganzen Jahren keine andere Wahl.
Sondern.